Bitte. Mein Führer, die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Reserven sind nicht mehr vorhanden, eine Versorgung aus der Luft findet nicht mehr statt. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Im Norden steht der Russe kurz vor der Weidendammer Brücke. Im Osten am Lustgarten, im Süden am Potsdamer Platz. Speer! Also wenn Sie es jetzt so persönlich sehen. Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Ja, bin ich natürlich ein bisschen Hahn im Korb schon, ja. Ach, unser guter Ein ausgerechnet Himmler! Wenn man sich damit beschäftigt, dann ist es natürlich wie ein gigantischer Berg, der vor einem liegt, weil es ist ja eine historische Persönlichkeit, einer der allergrößten Verbrecher, die wir kennen. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, Hitler, glaube ich, ganz andere Sorgen. Ich will sofort zum Bericht. Früher oder später werden die Westmächte einsehen, dass nur wir die Bolschewisten aufhalten können. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Damit können sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Er wähnt sich bereits als Sieger zu den Zehngereien. Es wird ein böses Erwachen geben. Immer schon. Nur um zu lernen, wie man Messer Gabel hält, hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Ja, vielleicht zum Tod! Das ist der schlimmste Verrat von allen von uns! Im Westen im Tiergarten, 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! It is quite safe from your pitiful little band. Allein auf mich gestellt! Oh, I'm afraid the deflector shield will be quite operational. Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Mein Führer, die Russen sind rundherum bis auf einige hundert Meter herangekommen. Für den Moment haben wir sie zum Stehen gebracht. Und jetzt das? Verrat an meiner Person! An meiner Person! Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden, deutsche Völker! Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, unberechenbare Künstler, alle die anderen, ja! Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Die müssen evakuiert werden. In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten. Che nell'apparato economico del mondo contemporaneo c'è qualche cosa che si è incagliato e forse spezzato. Queste sono direttive precise con le quali si serve la vera pace, la quale non può essere dissociata dalla giustizia, altrimenti è un protocollo dettato dalla vendetta, dal rancore o dalla paura.